siehst aus. Irgendwas haben wir wohl falsch gemacht. Villa Glan. Den ist auf jeden Fall richtig. Der zweite Wächter. So, der eine spielt Klage. Warte. Gerade ist was passiert. Mhm. Bewegung. Okay. Hinter der Wand da. So, der eine spielt mit dem Hund. Und der andere. Jawohl. Es hat funktioniert. So. Wessen Grab ist das? Was meinst du? Leider keine Inschrift. Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorans Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kreginan von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Ja, erstmal. So, bevor jetzt viele fragen, was ist jetzt mit diesen beiden Dings? Wir müssen jetzt hier einfach mal kurz hier hochlaufen. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Das ist der erste Ort der Macht, den wir hier sozusagen finden. So, und da unten ist noch ein Wächter, den werde ich jetzt auch noch. Verdammt. Und noch ein Wächter. So, dann haben wir den jetzt schon mal beseitigt. Genau, das ist nämlich das, was wir jetzt gesucht haben, nämlich das Bestienöl. Wir nehmen aber jetzt alles noch mit. Teufelsprobis. Weil das brauchen wir alles, um halt weiterzukommen. So, Alchemie. So, wir haben ja ein Öl. Bestienöl, das ist sehr gut. So, das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, das verbesserte Bestienöl noch zu machen. Das ist das Überlegene. Und das ist das Verbesserte. Das heißt, wir brauchen von denen auch noch einiges. So. War sonst noch irgendwas, was wir hier noch einsammeln müssen? Nee, ne? Also ein bisschen. Da hinten ist noch mal was. Was? Ja, hier haben wir nochmal was. Grünstein. Ein Silberschwert. Und ein Schwert, was wir gekriegt haben. Ist aber auch leider schlecht. Und die Rüstung ist sehr gut. So. Würde ich mal sagen. Dann gehen wir mal aus dem komischen. So, wir haben übrigens noch ein Dings bekommen. So, was ist das? Aktiver Schild, das könnte man mal machen, kurz. So, dann haben wir nämlich jetzt hier 40. Und später, wenn hier offen ist, ich weiß ja nicht, geht hier ist Level 12, machen das da runter und machen dann eine andere Angriffsfähigkeit rein. So. Dann haben wir das schon mal erstmal auch erledigt. Also nur, dass ihr das auch spielen wollt, könnt ihr euch das dann gerne auch noch mitmachen. So. Gehen wir?
So. Hier ist etwas. Wo ist das Artefakt, das Keira mir gegeben hat? Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Ich werde dich besuchen, ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Keira. So, Einladung von Keira mit. So, und damit sind wir jetzt auf diesen Sprung jetzt gekommen, dass ich euch jetzt das zeige, was ich, Dings, wir machen jetzt noch die zwei Stück da. Und sobald wir da fertig sind, gehen wir hierher nochmal, weil hier habe ich nämlich noch eine kleine Quest mit euch zu machen. Und dann würde ich sagen, dann ist auch wieder Partende. So. Aber zumindest haben wir jetzt wieder eine gescheite Rüstung. Sind jetzt fast 12. Oh, ihr müsst mal so sehen, der Reiter hat gar keine Chance mehr gehabt. Hier noch mal runterlaufen. Da haben wir jetzt zwei Fragezeichen und müssen dann auch noch mal eine bestimmte Quest noch verfolgen. Aber gut. Dass es schon so lange gedauert hat, aber gut. Naja. Und wir haben einen Banditenlager. Ah! Wieder mal. Macht schon, verdammt nochmal! Wir können ihn nicht umbringen! Nein! Ja, das bisschen so, was ihr da habt, diese drei, ich mit euch. Das sind so viele Kannibalen dabei. Schon aber ziemlich wenigstens besser als die ganze Zeit. Fair. Platte haben wir hier. So, dann haben wir noch. Hier noch. Und dann gehen wir von hier aus. Nach Mittelheim. Und gehen dahin. Nach Erzdorf eher. Sind wir ein bisschen besser dran. Auch noch 200. Und halt Quellen. Schau noch mal eins. Das trifft aber sich sehr gut.
weil dann kann man hier schon ein bisschen. Noch einer. Und? Es ist immer gut, immer viel zu sammeln und auch ein bisschen auf seine. So. Nur so viel schnell können wir jetzt auch nicht mehr leveln. Weil wir sind nämlich jetzt Level 12. Gleich. Bestimmt sind da unten schon wieder. Wie ich ja schon wieder den auf uns halt sowieso schon warten. Und hier ist noch so ein. Nur noch ein bisschen Proviant. So, da hinten ist noch Honig, das wir holen können. Schiff gesunken. Kriegsbeute. Ja, das war mir nämlich klar, dass da unten nämlich noch welche Viecher rumlaufen und schwimmen. Halt mal kurz. Ich weiß nicht, wie man sowas bewerkstelligen kann, sein Schiff irgendwo sonst wohin zu manövrieren. So, die Kiste ist vermutlich. So, dann mal Icky. Was ist Icky da? Okay. So, dann gehen wir nochmal raus. Ja. Geralt, du sollst hoch. Wir haben nämlich da unten nämlich was. Oh, eine Wolfs. Bei uns wird eine Wolfsrüstung gesucht. Okay. Deswegen müssen wir jetzt nochmal runter, nochmal hoch. Und dann müssen wir nochmal in den. Rein. Nicht dahin. So. Da sind nämlich zwei Kisten. Müssen wir aber wieder schleunigst raus. Oh, Schwert, sauber. Geralt, das wird jetzt gerade sehr knapp, deswegen auf, hoch mit dir. So, das heißt, wir haben auch das Wolfsschwert gefunden. Wir brauchen noch 100.
So, dann haben wir das jetzt gemacht. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal kurz auf Kleinweg. Teleportieren uns nach Erzdorf. Und gehen mal kurz hierher. Und hier unten ist nochmal was, ein Anschlagsbrett. Anscheinend das nächste DLC. Weil das DLC ist eigentlich normalerweise auch schon offen. Ja, die Zeit geht rasend schnell. So. Dann müssen wir ja mit Kira Metz noch schwätzen. Eigentlich. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Jetzt will ich euch noch mal kurz was zeigen. Da war länger an. Das hier ein Zeichen. So, dann hauen wir uns zu Erzdorf rüber. Hey, warte! Ich hab was für dich! Ich bin's, Millie. Weißt du noch? Klar doch. Ich hab ein Geschenk für dich. Mama meinte immer, wenn jemand nett ist, muss man ihm danken. Wenn das nur mehr Leute dächten. Ich gehe jetzt besser. Meine Tante will nicht, dass ich zu weit weggehe. Kluge Tante. Pass auf dich auf. Und danke für das Geschenk. Ha! Süß. Aber Herr! So. Schön. So, dann gehen wir mal hier hin. Ich muss wieder in den Wald. Warst du nicht neulich erst bei ihnen? Ja, und ich hab geschworen. Ich hab sie gefragt, wie ich meinen Saufkerl bloß zu Verstand bringen soll. Schön. Soll ich meinen Mann zum Fluss schicken? Vielleicht fängt er ja was. So, dann gehen wir mal zu der Stelle hin, wo ich eigentlich hin wollte. Ja, wir haben ja mal wieder Wölfe hier rum. Auch immer gut. Kitzel mich eigentlich dann nur noch. So noch 80 EP. Ich glaube noch diesen besonderen Kampf. Na, hier war das, ne? Ja, hier schon. Alles Hilfezeichen. Der Allgott hat 6 Ferkel verlangt. Du hast nicht mal ein einziges mickriges Ferkel beschafft. Kein Wunder, dass er uns verflucht hat. Oh, wir sind verdammt. Du hast den sauren... Was macht ihr hier? Wie? Bist du gerade vom Baum gestiegen? Wir opfern dem Allgott, das sieht man doch. Auch du kannst seine Hilfe suchen. Mit den passenden Opfergaben jedenfalls. Unsere hat er verschmäht. Dann hat er das ganze Dorf verflucht.
Dieser Allgott, von dem habe ich noch nie gehört. Ist das eine neue Gottheit? Nein, eine alte. Schon unsere Vorfahren haben ihn verehrt. Es heißt, Roßler von Erzdorf sei hergekommen, um Reisig zu sammeln. Plötzlich stand ohne Grund ein Busch in Flammen. Und Roßler hörte eine Stimme aus dem Boden, die Opfergaben und Gehorsam verlangte. Seitdem kommen wir her und opfern. Dafür wacht der Allgott über uns und bewahrt uns vor dem Bösen. Mhm, das sieht man. Was stimmt denn nicht mit euren Opfergaben? Verspotte uns nicht. Natürlich haben wir nur armselige Gaben gebracht. Vor dem Krieg hätte ich die nicht einmal meinem Hund gegeben. Aber was sollen wir machen? So sind die Zeiten. Und sie werden noch schlimmer. Der Allgott hat gesagt, wenn er nicht mindestens einen Schinkenschlegel und ein Fass Bier kriegt, füllen die Flüsse sich mit Fröschen und die Ernte wird von Heischrecken oder so gefressen. Ich könnte mich bei eurem Allgott mal für euch verwenden. Könnte sein, dass wir uns einigen können. Tja, das wäre vielleicht einen Versuch wert. Um mit ihm zu sprechen, musst du dich vor einen Altar stellen und rufen: Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Wer weiß, vielleicht hört er ja auf einen Fremden. Ich glaube eher nicht, dass es eher so eine Gottheit ist. Das Auge von Nehalini. Ich sollte es benutzen. Ja. Ach du Heilige. Was? Wer wagt es, meine Heiligkeit zu stören? Geralt von Riva, ist mir ein Vergnügen. Ich dachte mir ja, dass der Allgott ein körperliches Wesen ist. Aber dass er so fett ist, hätte ich nicht gedacht. Hast dich schön auf Kosten der Bauern gemästet. Kosten, Kosten! Und was ist mit der Hilfe, die ich ihnen gewährt habe? Segen, Absolution und erleuchteten Rat? Diese Leute brauchen das, glaub mir. Ich würde immer noch über sie wachen, wenn sie ihren Teil beitrügen. Aber diese jämmerlichen Brosamen in letzter Zeit... Die sie ihren Kindern vom Munde absparen. Und dann hast du sie auch noch verflucht. Und verflucht bleiben sie auch, bis sie mir angemessene Opfergaben bringen. Quark und Molke sollen sie vergessen. Das kannst du ihnen sagen. Ich weiß, wie ich das Problem löse. Ich töte dich einfach. Was für ein Sterblicher? Wer ist... So, ciao, Herr Kollege. So ein widerwärtiges kleines Schweinchen. 56. So, jetzt haben wir noch Gabelschwarz-Abs. Also jetzt habe ich so langsam halt genug von diesen Absorten, also. Sonst noch irgendwas? Nee, ne? Jetzt haben wir noch den Rubin. Den Mützchen machen. Alter, guck dir das mal an. Der hat alles den Leuten geklaut. Alter, guck dir das mal an, Alter. Na, guck mal, dann gehen wir mal zu denen. Gibt's was Neues? Gute Neuigkeit. Euer Gott ist tot. Er war ein stinknormales Monster, vernunftbegabt, aber niederträchtig. Er hat euch ausgenutzt, hat sich lauter Doppelkinne zugelegt, während ihr gehungert habt. Was hast du getan? Der Allgott hat uns gewarnt, dass der Tod uns holt, wenn er uns je verlässt. Komm, Trebor, wir müssen es den anderen sagen. Jetzt können uns nur noch Gruppengebete retten. So, wir sind Level up.